Im Dialog Höhenquote setzen wird Ihnen die für Ihre Eingabe tatsächliche Höhe angezeigt. Im Eingabefeld angezeigte Höhe sind Sie in der Lage, diese, wenn Sie dies für richtig halten, durch einen anderen Wert zu ersetzen. Markieren Sie eine Höhenquote, sehen Sie grundsätzlich in der Konstruktionstoolbar A den Typ der Quote, das heißt Rohmaßquote oder Fertigmaßquote, wären auch in der Lage, dies entsprechend wieder umzustellen. Sie sehen ebenfalls, ob der Bezug relativ oder absolut ist und Sie haben Zugriff auf den realen Wert und auf den Wert, den Sie anzeigen lassen.